Ja, hey, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir ja einige Missionen oder eine Mission für den Typen namens Jack Cabot erledigt. Und jetzt sollen wir als zweiten Auftrag seine Schwester finden, die abgehauen ist. Und ja, wir sollen ihn zurückholen. Und wir sollen im Third Rail mal nachfragen, optional, okay, ist auch hier. Ob jemand irgendwas über die Schwester weiß. Und das machen wir auch jetzt. Weil zum Glück sind wir Good Neighborhood. Zum Glück haben wir halt erst in den letzten Parts erst gefunden, ne? Wir zum ersten Mal in den Third Rail hier rein. Okay. Ah, Frage im Third Rail nach Emoji. Ja, okay, ist klar. Hancock sagt, dass Neuankömmlinge im Third Rail willkommen sind. Also geh ruhig rein. Was ist denn das Hallo. hier? Die Treppe runter. Geh den anderen Gästen nicht auf die Nerven. Ein Club oder so? Nehme ich jetzt mal an. Keine Ahnung. Ja, ich habe noch ein paar Sachen verkauft, so ein paar Rüstungen, die ich gefunden habe bei mir im Lager. Wo ich eigentlich schon letztes Mal welche verkauft habe. Ich weiß gar nicht, wie die kommen alle. Und ja, das sind alles die ganzen legendären Sachen, die ich mal finde und nicht gebrauchen kann. Deswegen laufe ich Sind jetzt hier schon noch mit ein paar Sachen angekommen. hier rum, weil der Händler hat jetzt nicht wieder genug Geld und jetzt muss ich natürlich hier ein paar Sachen rumschleppen und warten, bis irgendjemand Geld hat, wo ich dann verkaufen kann. Sehr schöne Musik. Auf der Suche nach MacReady? Er ist im Hinterzimmer. Er ist im Hinterzimmer. Mann, ich liebe dieses Lied. Ein Wort was? Ja, ich weiß. Es war etwas hauteng manchmal und juckt an einigen Stellen, aber sonst. Lange her. Hey. Wie geht's dir denn? Nick? Oh, hey. Ja, bei uns läuft's okay. Es ist schwer ohne Gwen. Aber es wird jeden Tag besser. Das ist schön zu hören. Ich wollte mich nur mal melden. Wenn du was brauchst, komm im Büro vorbei. Klar, so sieht's aus. Danke, Nick. Wer braucht Hilfe? Ich hab nichts zu verschenken. Rede mit dem Gammler. Ich kann dir gar nicht sagen, wie überrascht ich bin, dich in so einer Müllhalde zu treffen, MacReady. Ich hab mich schon gefragt, wann deine Bluthunde mich wohl finden, Winlock. Hat fast 3 Monate gedauert. Sag mir nicht, dass du langsam einrostest. Erledigen wir das draußen? Du verstehst das falsch. Ich bin nur hier, um eine Botschaft zu überbringen. Falls du es vergessen hast, ich bin kein Gunner mehr. Ja, hab davon gehört. Aber du arbeitest immer noch im Commonwealth. Das können wir nicht akzeptieren. Du hast mir nichts zu sagen. Nicht mehr. Also, nimm deine kleine Freundin und geh hier raus, solange du noch kannst. Was? Sag mir, dass wir uns diesen Dreck nicht anhören müssen, Winlock. Hör zu, MacReady. Der einzige Grund, warum wir dich noch nicht mit Kugeln vollgepumpt haben, ist, dass wir keinen Krieg mit Good Neighbor wollen. Wir respektieren nämlich Grenzen. Wir wissen, wie man das spielt. Nick, anscheinend nicht. Das hast du nie gelernt. Freut mich, dass ich euch enttäuschen konnte. Spiel von mir aus den harten Kerl. Aber wenn wir mitbekommen, dass du noch immer im Gunner-Gebiet arbeitest, bist du dran. Verstanden? War's das? Ja, das war's. Komm, Barnes. Oh, entschuldigt uns, ne? Wir gucken nur zu. Was geht? Hör zu, Kumpel. Wenn du über das Atom predigst oder einen Freund suchst, bist du hier falsch. Wenn Was? Du einen Söldner suchst, dann können wir uns unterhalten. Mag sein. Erzähl mir doch zuerst mal ein wenig über diese Typen. 2 Vollpfosten, die Erfolgsleiter rauf wollen, indem sie auf dem Weg nach oben auf alle anderen treten. Das sollte dich aber nicht überraschen. So ist das nun mal bei den Gunnern. Geh mir weg mit Gunnern. Du tust so, als sollte ich wissen, wovon du redest. Vielleicht ist es besser, wenn du es nicht weißt. Ich möchte nicht, dass der Gestank von Winlock und Barnes auf mich abfärbt und mir die Kundschaft vergrault. Gut, wie steht es mit dir? Woher weiß ich, dass ich mir keine Kugel in den Rücken einfange? Gar nicht. Das ist Teil des Risikos, nicht wahr? Da kann man wohl nichts machen. Weißt du was? Der Preis ist 250 Kronkorken.
im Voraus. Und gefeilscht wird nicht. Was meinst du? Man kann immer feilschen. Wie wäre es mit 200? Hast du was an den Ohren? Ich hab dir doch gerade gesagt, dass nicht gefeilscht wird. Warum muss ich ihn denn bezahlen? Oder kann ich wieder weiter trinken? Wir sind im Geschäft. Na also, ich weiß gar nicht, worum es geht, ehrlich gesagt. Gut, Boss. Ich will doch mit der meine Frau... Gnade gehört dir. Geh vor. Was? Oh, cool. Nick Valentine nach Red Rock gedrascht. Okay. Tschüss, Nick. Ich weiß gar nicht, ob du ein Gefährte bist. Ich weiß gar nicht, worum es hier ehrlich gesagt ging. Unstoppables. Gornack der Gebar, der Barbar, Silvershow und die anderen kenne ich nicht. Aufgepasst. Brauchst du was? Sehen wir uns mal an, was du so hast. Okay, du bist ein neuer Gefährte, sag mir das doch einfach so. Also ich dachte, ich will ja eigentlich mit Dings reden, ja. Mit den Leuten, ja. Entschuldigung, Miss. Was ist los, du hübscher Bursche? Sag nicht, dir hat das Lied nicht gefallen. Das Lied war wunderbar. Ich bin begeistert. Sie ist einer der Gründe, weshalb man hier so gut entspannen kann. Oh, danke. Ich versuche mein Bestes. Du hast irgendwie etwas Besonderes an dir. Warte, sag nichts. Ich will es erraten. Ich komme aus dem Wald. Natürlich. Es sind deine mächtigen Muskeln. An den Anblick könnte ich mich gewöhnen. Also, was führt ein Mann wie dich in meine Ecke der Stadt? Schnaps und Musik. Was denkst du denn? Wir sind alle hier, weil wir was vergessen wollen, oder? Ich glaube, ich bin eigentlich wegen der Mission hier, aber... Verstehen. Jetzt bin ich wohl dran, Fragen zu beantworten, oder? Also, was kann ich für dich tun? Kennst du Imogene Cabot? Imogene? Natürlich kenne ich sie. Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Bist du mit ihr befreundet? Sie wird vermisst und ihre Familie macht sich Sorgen. Der Typ da hinten. Dass einer nach ihr sucht. Sie ist jemand, auf den man aufpassen muss. Sag mir bitte, was du weißt. Da war so ein Prediger, der immer hergekommen ist. Einer von den allglatten Typen, die immer von einem besseren Leben reden. Die meisten Kunden haben ihn nicht beachtet. Aber Imogene fühlte sich wohl zu ihm hingezogen. Er war wirklich gut aussehend. Intensiv. Einige Frauen finden das unwiderstehlich. Ham, kannst du bitte mal kurz kommen? Gibt es ein Problem, Miss Magnolia? Oh nein. Der feine Gentleman hier sucht nur nach Imogene. Weißt du zufällig, wo dieser Prediger herkam? Bruder Thomas? Ja, genau. Der, an dem Imogene immer dranhing. Ich muss ihn rausschmeißen. Er hat die Kunden mit diesem Erlösungsquatsch belästigt. Er hat immer gesagt, dass alle nach Back Bay kommen sollten. Dann hat er allen diese blöden Zettel unter die Nase gehalten. Hier, den habe ich aufgehoben, falls er die Zeche geprellt hätte. Danke, Süßer. Du warst uns eine große Hilfe. Für dich tue ich doch alles. Ich hoffe, Imogene geht's gut. Mir gefällt der Gedanke nicht, dass sie vielleicht mit diesem Prediger durchgebrannt ist. Okay, danke schön. Dann weiß ich auch jetzt, wo ich hin soll. Hey, wir haben Bier. Und wenn du mal Bier bestellst, dann bist du hier falsch. Ich habe ein paar Minuten, um mir dann... Trinkgeld kannst du dir sparen. Ich zock dich so schon mit den Preisen ab. Okay. Jetzt, cool. Wo du ein paar getrunken hast, hätte ich ein Angebot für dich. Ich brauche einen verdorbenen Jungen für einen schmutzigen Job. Blut und Leichen auf der Straße. So was in der Art. Interesse. Warum kann ich Kotzowald nicht so einen Hut aufsetzen? Klingt gut. Ich habe einen Kunden, der anonym bleiben will. Er bietet ordentlich Geld für einen Ausputzerjob. Drei Orte. Alle Personen dort. Keine Zeugen. Der Haken ist alles in der Stadt, in den alten Lagerhäusern. Daher sind meine sonstigen Leute raus.
wäre zu auffällig. Und da kommst du ins Spiel. Es gibt 200 Kronkorken. Bezahlung nach dem Job. Und keine Sorge. Ich bekomme schon mit, wenn du die Sache erledigt hast. Drei Orte? Das frisst eine Menge Zeit. Und Kugeln. Ich denke, ich könnte das Angebot noch etwas aufstocken. 250. Ja, gut. Ich erledige das. Auf jeden Fall. Ich kann den immer noch überreden. Was ist los mit dir? Du musst ein paar Leute wegputzen. Ich würde 100 Meilen. Okay, McCready. Scheint schon alles zu gefallen bis jetzt, was ich hier mache. Kann ich eine Gesangswackelpuppe machen? Oh, okay. Nein, lieber nicht. Hey. Okay, warte mal. Ja? Hm? Ich hab nichts zu verschenken. Mal nur, dass irgendwann ein Zug da vorbeigefahren kommt. Oder irgendwas anderes. Da haben wir so U-Bahn an sich. Hier ist eine Truhe, aber. Gut, da haben wir noch eine Mission bekommen. Ich weiß, wir stoppen immer alles. Also auch keine offizielle Mission, ne? Ich soll in die Lagerhäuser rein anscheinend. Ich schmeiße die Unruhestifter raus. Das solltest du. Machen wir das doch, wenn wir schon hier sind. Die Lagerhäuser reinzukommen ist nicht so schwer, glaube ich. In eine kannst du ja locker reinkommen. Es gibt nichts Schöneres, als von Müll begrüßt zu werden, der nach Pisse stinkt. Okay, da war ein Lagerhaus, glaube ich, und jetzt steht da jemand. Nee, doch nicht. Ich dachte, da wäre jemand hier. Okay. Ja. Hat niemand gesehen. Okay. Hey, hast du schon gefunden? Was dauert denn da so lange? Es sind eine Menge Kisten, okay? Jetzt halt die Füße still. Als würde ich nur zum Warten tauchen. Mann. Oh. Ja, ich habe übrigens mein Schwert verbessert. Oh, ja! Ich erledige das schnell. Ich mache jetzt Elektroschaden. Sieht man das? Ja. Wuff. 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 Wow. Da ist der Kopf abgeflogen. Da macht es Blitz. Was hast du denn für eine Waffe? Hey. Oh nein. Schade. Ja, keinen Sprung mehr noch machen. Sein oder nicht sein. Hey. Puff. Puff. Hi, puff. So, jetzt noch du. Okay, noch mehr. Das ist ein Snipergewehr, oder? Nee. Er schießt mit allem, was er hier findet, habe ich das Gefühl. Guck, guck. Wuff. Oh, keine Erfahrungspunkte. Da sind ja einfach nur ein paar Graz-Erfahrungspunkte, die wir hier abstauben. Okay. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich sehe dich. Hey. Oh. Was du denn? Ich habe ein Elektroschwert. Was willst du? Oh Gott. Los, mach ihn fertig.
Und zack. Ich hoffe, das war jetzt nichts Böses, was ich hier gemacht habe. Aber ich habe schon so das Gefühl, doch. Ah, ihm gefällt es, wenn ich was klaue, okay. Ah, Klammerbox. By the way, Mentors. Okay. Dann raus hier. Die Abkürzung, so. Hoffentlich schlachten die mich jetzt hier draußen nicht ab. Aber Torschützen sind doch allgemein immer feindliche Leute, ne? Also ist das doch nicht schlimm, hoffe ich. Ich ja sehen, wenn jetzt alle auf mich losgehen. Was geht, na? Ich kann's nicht fassen. Er hat auch wie Svenny ausgesehen. Hat sich aber anders als er verhalten. Das Institut denkt, es könnte Leute in dieser Stadt durch Sünds ersetzen? Das werden wir ja sehen. Was soll ich nur seiner Mutter sagen? Hey, nur die freundliche Wache aus der Gegend, die die Spione des Instituts erschießt, sobald sie auftauchen. Was ist hier passiert? Ach, der arme Sammy wurde vom Institut entführt. Dann haben diese Dreckschweine eine billige Kopie von ihm hergeschickt. Erbärmlich. Es hat nicht mal 2 Tage gedauert, bis alle wussten, dass mit ihm was nicht stimmt. Dann haben wir gehandelt. Sind jetzt hier. Weiß jemand, dass das ein Sinn ist? Ich muss herausfinden, wo seine Leiche hin soll. Warum verschwindest du nicht einfach? Entschuldigung? War bestimmt der Echte, ne? Tut und seine Sins. Jetzt ist alles nicht mehr so schrecklich, oder? Gibt's einen Grund, nicht? Ja, war bestimmt der Echte, ne? Warte mal, hier noch eine dunkle Gasse. Das hier geht dich nichts an. Verschwinde! Hallo. Ah, das ist... Geh durch, Mann. Ah. Ich kann laden. Darf natürlich niemand hören hier, ne? Aber haben wir sowieso nicht. Oh Gott. Oh nein. Was ein Dreck. Pff, oh Gott. Verdammte. So. Wo habe ich gespeichert letztes Mal? Bevor ich hier reingekommen bin, okay. Verschwinde, du Trottel! Nein. Schlitz. Schlitz. Stich. Ich bin ja schon, meine Güte, der Schaden. Du bist noch mal drin, ne? Idiot. Oh, danke. Wir haben zuerst geschossen, als Selbstverteidigung, die ich hier mache. Leben. Ah. It's MacReady. Hat zum. Nun, wir brauchen das Zeug ja nicht mehr. Gamla. Ja, ich kann mir vorstellen, die waren nicht zu freundlich zu den Leuten hier. Komischerweise, wenn ich hier was rausnehme, sind okay, aber irgendwo anders nicht.
Da war eine Ratte. Die musste ich erschießen, die ist auf mich zugegangen. Die hat mich voll mit einem krassen Blick angeguckt. Peace, Bruder. Peace. Du haust vor was ab. Ich hab nichts zu verschenken. Willkommen zu Hause. Scheint, als hätten wir einen neuen Freak, der sonst nirgendwo hin war. Halt deine Waffe besser griffbereit. Nur ein gut gemeint. So, was hat letzte Lage aus, wo ich vielleicht rein muss? Der hat gesagt, drei Orte. Nehmen wir mal Rückendeckung. Werde ich aber auch noch eine Nebenparty schaffen. Sind wir wegen was vollkommen anderes reingekommen, was ich auch weitermachen kann, aber warum nicht andere Sachen noch machen, ne? Warum denn nicht? Shanta, du bist hier nicht erwünscht. Trotzdem Elektroschaden, Mann, auch wenn du abwehrst. Verdammt, gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Meine Güte, die Todesposition hier, ne? Ich werde dich erledigen und dann auf deine Leiche spucken. Das ist aber nicht sehr nett. Denn mit schnell vorbei. So. Das nenne ich mal einen bestätigten Abschuss. Jetzt kommt so eine Munition wieder ran. Ich hier meistens mit dem Schwert rumrenne. Sag ich auch Hallo. Oh, technische Dokumente. Oh, magst du es, wenn ich was stehle, McCready? Nein. Hunde, oh Gott. Jetzt hat hier so irgendwo ein Hund. Vielleicht du sogar 45er Munition verbrauchen hiermit. Perfekt, ich bekomme die ganze Zeit 45er Munition. Also ziemlich. Hey, lass mich von der Kiste abschießen oder was? Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Oh, ha! Er ist auch runtergeplumpst. So, ich habe alle erledigt. Also bin ich ja jetzt hier fertig, ne? Okay, du kommst gefälligst hier hin. Okay, alles ist ja tot.
Auf zu den Roboter. Ich habe ja drei Gruppierungen erledigt, ne? Also gibt es drei Lagerhäuser. Ich guck mal. Hier ist auch noch ein Lagerhaus, was? Ich kann nicht diesmal lesen, was hier ist. Das schaffe ich aber nicht mehr in dem Part. Was macht man nicht alles für 250 Kronkorken, ne? Überraschung, nicht wahr? Ich habe eine Waffe, ja. Hey. War also mal richtig voll. Oh. Einfach geplatzt, der Kopf. Du wirst einen prima Sündenbock abgeben. Zum Glück halten nicht so viel aus. Oh. Der hält viel aus. Ein Geschütz? Nee, das ist eine Lampe. Sie ist da oben. Ich hab. McReady, verdammt. Wie heißt, wenn du erstmal den abschießt, der sich direkt vor dir findet? Danke, McCready. Also okay, die sind alle böse, hoffe ich. Auf jeden Fall. Pass, ja. Das wird nicht lange dauern. Mach den fertig, McCready. Ich tue ja looten. Oh ja! Nein. Er ist immer noch nicht tot. Was machst du denn da? Bring den um. Genau. Wieso mal? Ich schwinne. So. Ach, das war so eine Mission. Okay. Alles klar. Dann kann ich hier raus. Und wenn wir hier raus sind, dann beende ich den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.